Okay Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe gerade vor der Windkraftanlage. E53. Ja. Okay. Hier sieht man noch ein paar Daten. Da. Enercon E53. Ja. Oh, ich sehe gerade, die Anlage ist jetzt ein bisschen schwächer geworden. War irgendwas gerade irgendwie, keine Ahnung, oder auch nicht. Ja, man sieht hier vorne noch den Zaun. Ich kann nicht dahin gehen. Ja. Ne. Kann keinen Rundgang machen, aber ich war schon mal vor. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier. Und da konnte ich auch noch da hingehen. Ja. Anhand von unten ein bisschen sehen. Ich glaube, die hat sich ein bisschen weit mehr in den Wind gedreht. Ich zoome mal ran. So. Ja, Enercon. E53. Ist eine tolle Anlage. Kostet auch nicht so viel. Jetzt sagen wir mal eine E115 oder so. Ist auch klar, ist ein bisschen kleiner, aber gut. Ja, die Armhöhe ist ja 73 Meter. Ja. 73 Meter Armhöhe. Und stand ja auch die gesamte Höhe 99,7 Meter. Das passt gerade sehr gut. Weil, ja. Sonst, wenn 100 Meter oder höher wäre, müsste die ja ein Blinklicht haben. Dreht sich jetzt wieder ganz schön schnell. Komisch, wenn man so in einer laufenden Anlage steht. Ja. Aber ich schon mal ein bisschen weiter. Und, ja. Hat sich wieder ein bisschen weiter in den Wind gedreht. Damit der immer die Art, ich weiß nicht, was ausspricht, die Azimutmotoren, die Gondel in den Wind drehen. Boah, wenn der oben ein bisschen Maschine aus dem Wind ist, muss es ja richtig laut sein, wenn man es hier unten schon hört. Na gut. Anlage hat übrigens 3 Stahlrohrsektionen. Da, mit dem Stück Kopf. Ja. Dreht sich hier ein bisschen langsamer. Ja, cool. Das ist hier übrigens am Klärwerk. Die wird auch betrieben vom Klärwerk, die Anlage. Und ja, man kann nicht rein. Das ist ein bisschen schade, aber. Ups, ja. Kann ich nichts gegen machen. Ist auch in Ordnung so.
Da hinten sieht man übrigens noch eine E660 oder E70. Je nachdem. Da auch. Der Ampel ist da hinten, aber 185, nee, nicht 85 Meter. Ja. Dann sieht man noch da das rote Blatt. Da. Das rote Blatt da von der Vestas V52. Ja, die will auch keiner. Irgendwo da hinten ist auch noch eine E82. Ja, sieht man jetzt nicht. Mal schauen. Da sind ja auch Bäume vor und ja. Ist auch ein bisschen schwer. Und so ist der E53. Da ist hier ein bisschen Licht drauf. Von der Sonne bescheint und ja. Dreht sich hier. Damit verabschiede ich mich jetzt auch von hier. Cool. Und ja. Mal schauen. Ob ich noch andere Anlagen sehe. Mal gucken. Bis dann. Und bis gleich. Hier nochmal eine Sicht. So, andere Sicht zur E53. Die ist ein bisschen schneller. Dann sieht man ja auch die anderen Windkraftanlagen. Ja. Zweimal die E66, E82 und V52. Ja. Hintergrund sieht man noch Windpark Brökel. Da steht die E70. Da fahre ich auch nicht mehr hin, ist zu weit. Ja. Hinterm Windpark Brökel ist auch Windpark Böckelse mit der E92. Ja, hier gibt es auch Windpark Uetze Nord. Da steht Südwind mit der S70. Schon viele Windkraftanlagen stehen da. Und ursprünglich soll es auch ein bisschen mehr werden. Weil sie hinten einen Helikopter starten oder so. Fliegt irgendein Helikopter? Lustig. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Beziehungsweise ich fahre weiter. Vielleicht noch eine andere Anlage, ich weiß nicht. Bis dann und ciao. Jo, ich melde mich wieder. Hier ist ein bisschen windig, aber ja. Hier ist ein Bonus mit der BN 1362, glaube ich. Das ist diese 1,3 Megawatt Anlage. Warte kurz. Ich fuhr gerade ein Auto, bin ja gerade in so einer Straße auf dem Radweg. Jetzt muss ich kurz wieder Pause machen. Ja, die finde ich jetzt nicht so gut wie die Enercon, aber naja, was soll man machen? Ich war noch im Hintergrund. Die NEG Micron. Ja, ist auch im Windpark, Name ist hier 65 Meter. Ist jetzt nicht die höchste, aber. Ja, dann melde ich mich auch gleich wieder zurück. Aus einer anderen Perspektive und ja. Zur Anlage hingehen tue ich jetzt nicht mehr, aber weil es so weit ist und ja. Weil es halt eine falsche Anlage und. Da kommt auch gerade ein Flugzeug. Ich hoffe, es stößt nicht gegen die Anlage, aber ja. Ja. Das ist das Flugzeug. Kommen bestimmt, keine Ahnung, aus Hannover oder so. Boah, Alter, fliegt das tief, das Flugzeug da. Jo, das Flugzeug fliegt tief. Ja, das ist irgendwie aus Hannover oder so. Dann verabschiede ich mich auch gleich. Bis dann und ciao.